Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte in diesem Video ein total spannendes Thema mit dir besprechen, und zwar das patellofemorale Schmerzsyndrom, auch PFSS genannt. Klingt erstmal sehr kompliziert. Im Prinzip ist es ein Krankheitsbild, was nur durch Ausschlusskriterien bestätigt werden kann. Und es beschreibt einen chronischen Schmerzzustand am ventralen, also am vorderen Kniegelenk. Dafür zeige ich dir einmal kurz das Knie, was ich hier habe. Das heißt, du hättest chronische, relativ dauerhafte Schmerzen in diesem ventralen Kniebereich. Das beschreibt dieses Phänomen erstmal. Es gibt leider keine validen, also wirklich aussagekräftigen Tests, um wirklich sich das Ganze zu bestätigen. Deswegen ist schon, wie gesagt, eher das Ganze ein Ausschlusskriterium. Das heißt, man geht eher dahin und sagt, okay, wir gucken, ob es irgendwie mit dem Pfeifferschen Fettkörper was zu tun hat, ob es sich vielleicht um ein Plica-Syndrom handelt und um viele andere Krankheitsbilder, Pathologien. Die werde ich unten in der Infobox mal zur Vollständigkeit halber einmal verlinken. Um die soll es nämlich heute jetzt in diesem Video ansonsten nicht gehen. Aber die muss man erst ausschließen. Und dann geht es weiter quasi, dass man sagen kann, okay, wahrscheinlich wird es sich dann um dieses Syndrom, um diese Krankheit handeln. Was mir aber in diesem Video am allerwichtigsten ist, ist so ein bisschen die funktionellen Zusammenhänge zu erläutern, dass das Kniegelenk auf gar keinen Fall isoliert betrachtet werden darf, sondern der Rest des Körpers einen riesen Einfluss auf das Kniegelenk hat. Und dir vielleicht damit auch so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass deine Knieprobleme, die du lange hast, dass die vielleicht nicht dadurch behoben werden, wenn du einfach stumpf die Muskulatur des Kniegelenks trainierst oder Dehnübungen fürs Kniegelenk machst, sondern dass mithilfe eines Physiotherapeuten im besten Fall das große Ganze so ein bisschen betrachtet werden soll. Und da möchte ich einfach jetzt mit dir Schritt für Schritt so ein bisschen drüber sprechen, nicht im absoluten Detail, aber schon so die wichtigsten Sachen einmal durchgehen. Und dafür schnappen wir uns einmal hier den Unterschenkel mit dem Fuß. Und zwar fangen wir mit einer ganz wichtigen Funktionseinheit, nämlich dem Fuß, an. Total wichtig, damit das Kniegelenk stabil ist, damit das Kniegelenk in seiner Achse gehalten werden kann. Und ihr kennt das vielleicht auch von euch oder von anderen, wenn ihr das mal gesehen habt, dass viele ein plattes Fußgewölbe haben. Und dieses platte Fußgewölbe, das hat direkt einen riesen Einfluss, denn wenn wir hier einen Schritt näher kommen, wenn wir uns das hier einmal anschauen, diese Strukturen, Fußgewölbe ist jetzt bei dem Skelett ganz gut ausgeprägt. Wenn das jetzt wegfallen würde, dann würde diese vordere Struktur hier mit dem Schienbein, was hier ist, der Tibia, da würde die Tibia quasi auf der Struktur so ein bisschen nach in die Mitte und nach unten so ein bisschen abkippen. Und durch diese Achsverlagerung alleine, die würde dann quasi dazu führen, dass das Kniegelenk auch direkt durch die Achsverlagerung mehr belastet wird. Und das würde auf Dauer zum Beispiel auch zu Problemen führen, weil dann zum Beispiel auch das Ligamentum, also das Patellaband, sag ich mal, was an der Tuberositas des Schienbeins hier vorne ansetzt, das würde quasi dann durch die Statikveränderung des Fußes auch anders stehen und somit im Umkehrschluss größere Kräfte auf das Knie wirken lassen. Gerade auf dieser medialen Fläche der Patella, aber vor allem, ich habe es hier auseinandergeflügelt, also das ist hier die Kniescheibe, um die es auch gehen soll viel, da würde dann gerade mehr Druck ausgeübt werden. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist dann zum Beispiel das Hüftgelenk. Wenn das Hüftgelenk nicht beweglich genug ist oder wir Rotationsfehlstellungen haben, dann hat es einen ähnlichen Einfluss wie mit dem Fuß. Das heißt, eine Achsverlagerung sorgt dann dafür, dass wieder unphysiologisch und ungleichmäßig verteilte Kräfte auf das Kniegelenk wirken, was dann auf Dauer wieder zu Problemen führt. Die nächste Funktionseinheit neben der Hüfte, auch ganz nah am Hüftgelenk dran, das Becken als Ganzes. Dafür, na, wo habe ich es denn? Hier habe ich uns einmal ein Becken auch organisiert. Da geht es im Allgemeinen darum, dass es verschiedene Stellungen des Beckengebens geben kann, die dann einen Einfluss auf das Knie auch haben. Das heißt, einmal
Allgemein formuliert kann man sagen, das Becken ist so ein bisschen nach vorne gedreht. Hier die Schaufeln des Beckens vielleicht so ein bisschen sogar zusammen. Hinten die Strukturen etwas auseinander. Das würde dann im Umkehrschluss dazu führen, durch eine extreme Stellung, dass die Tendenz im Kniegelenk durch diese Achsfehlstellung Richtung X-Bein gehen würde. Und es gibt auch eine entgegengesetzte Beckenstellung, die Outflare-Stellung. Das heißt, es würde eher allgemein vereinfacht gesagt so ein bisschen hier vorne auseinandergehen, nach hinten gekippt sein, hinten zusammengehen. Diese Stellung würde im übertragenen Sinne dann eher zu einem O-Bein führen. Das heißt, das kann auf jeden Fall auch ein Faktor sein. Wenn wir schon mal beim Becken sind, dann direkt eine weitere Geschichte. Man hat herausgefunden, dass die Beckenkoordination und die Beckenbeweglichkeit einen erheblichen Einfluss auf die Muskelspannungszustände haben. Und so ist es zum Beispiel, dass der Quadrizeps, der auch hier oben vom Becken entspringt und dann zum Knie quasi zieht, über das Knie hindurch hinweg, dass der unter mehr Spannung steht und gleichzeitig die hintere Oberschenkelmuskulatur, also die ischiokorale Muskulatur, dass die gleichzeitig entspannt und zu wenig Tonus hat, zu wenig Power hat, wenn die Beckenkoordination eingeschränkt ist. Also das heißt, der Patient Probleme koordinativ hat, das Becken zu bewegen und dieser erhöhte Tonus, diese erhöhte Spannung im Quadrizeps dann, kann dann zum Beispiel im Umkehrschluss dann auch für höhere Kompressionskräfte über dem Knie, in dem Knie sorgen, was dann logischerweise auch dauerhaft zu Problemen führen kann. Was man dann auch herausgefunden hat, beziehungsweise wo man gerade noch am Forschen ist, aber was hinterher in der Therapie eine wichtige Rolle spielen wird, ist die Rolle der Gluteal-, also der Po-Muskulatur, der Beckenmuskulatur, der Außenrotatoren und der Extensoren und der Abduktoren. Das heißt, die Muskeln, die das Bein nach außen bewegen, nach hinten bewegen und nach außen rotieren lassen. Das ist so die Funktion dieser Muskelgruppe. Die haben eine ganz wichtige stabilisierende Funktion für das Becken. Und da hat man auch herausgefunden, dass es wahrscheinlich, man kann es noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit haben, aber wahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf die Stabilität, auf die Probleme im Kniegelenk haben könnte. Und da muss man sich natürlich auch im gleichen Atemzug, wenn wir über die Muskeln reden, den Quadrizeps, also den größten Kniestrecker unseres Körpers, der quasi den kompletten vorderen Oberschenkel ausmacht, dass wir uns den angucken. Häufig ist der im Vergleich zur anderen Seite bei diesem Krankheitsbild atrophiert. Das heißt, man sieht einen deutlichen Volumen, einen deutlichen Masseverlust des Muskels. Und dann geht es natürlich auch darum, funktionell den wieder aufzutrainieren. Aber was ich euch natürlich zeigen möchte mit dieser Palette an verschiedenen Ursachen, dass es nicht reicht, einfach nur den Quadrizeps zu trainieren, sondern man muss sich schon den restlichen Körper anschauen, gucken, woran könnte es liegen. Und ich könnte noch weitere Sachen aufzählen ohne Probleme. Das sind aber so die Schlüsselfaktoren, auf die man gucken sollte, definitiv. Das heißt, speichert für euch ab. So wie es immer der Fall ist, es ist nicht zwingend der Ort, wo die Schmerzen sich äußern, auch der Ort, wo die Therapie stattfinden sollte oder die Ursache herkommt. Das heißt, in diesem Fall hättet ihr jetzt Schmerzen am vorderen Knie. Das heißt, es ist ja das patellofemorale Schmerzsyndrom, über das wir die ganze Zeit reden. Die Probleme kommen aber eigentlich nicht daher. Das heißt, ihr könnt lokal an Ort und Stelle Therapien anwenden, kühlen, Elektrotherapie, den Muskel dehnen. Wenn ihr aber die Ursache nicht behebt, dann wird das Problem immer wieder kommen oder sich erst gar nicht verdünnisieren. Und ja, das einfach mal im Hinterkopf behalten. Das würde ich mir wünschen, dass auch der Sinn des Videos da ein bisschen Sensibilität schaffen, das große Ganze sehen und einfach mal mitdenken auch. Sich nicht nur auf den Therapeuten verlassen, sich nicht nur auf den Arzt verlassen, sondern einfach kritisch mitdenken. Dieses kritische Denken auch entwickeln, dass ihr selber dahinter stehen könnt, was gemacht wird und das Ganze auch versteht und nicht einfach nur blind folgt. Ich weiß, dass man das auch ganz gerne macht, sich einfach in die Hände begibt, das ist ja auch gut so und es soll auch weiterhin so sein, dass der Therapeut eine Vertrauensperson ist, dem ihr euch auch anvertrauen wollt und euch fallen lassen könnt, aber trotzdem ein bisschen mitdenken und sowas im Hinterkopf haben, hat noch nie jemandem geschadet, denke ich. So, jetzt habe ich euch viel über die möglichen Ursachen erzählt, was wie gesagt auch total wichtig ist.
Und jetzt geht es so ein bisschen zu der Therapie über, was man in dem Fall am besten machen sollte. Das heißt, erstmal muss man natürlich sagen, es ist total abhängig davon, wo jetzt wirklich die Ursache liegt. Und um diese Ursache wirklich herauszufinden, muss der Therapeut durch verschiedene Tests und durch verschiedene Untersuchungen quasi erstmal differenzieren, ob es jetzt eher an der Beckenregion liegt, ob es eher am Fuß liegt oder ob es wirklich vielleicht isoliert sogar eine Atrophie des Quadrizeps das Problem ist. Das muss man einfach gucken. Man hat allerdings zum Beispiel in Studien herausgefunden, dass die hüftgelenksumgebenden Muskeln, also die Po-Muskulatur vor allem, über die wir eben geredet haben, dass die einen sehr positiven Einfluss in der Regel hat im Vergleich zu einem isolierten Quadrizeps-Training. Und da hat man zwei Versuchsgruppen aufgebaut. Das heißt, die eine hat einfach das isolierte Quadrizeps-Training gemacht, wo man wirklich, sag ich mal, mit Kniestreckung und Beinpresse und solchen Geschichten arbeitet, die vordere Muskulatur eher kräftigt. Und da hat man eine Versuchsgruppe gehabt, die quasi ausschließlich die Beckenregion, das heißt die hüftgelenksumgebenden Muskeln, trainiert haben. Und nach 6 bis 8 Wochen hat man herausgefunden, dass die wirklich wesentlich weiter waren oder wesentliche Vorteile der Quadrizepsgruppe gegenüber hatten. Das heißt, das zeigt auf jeden Fall schon mal, es gibt einen leichten Hinweis, dass man in diese Richtung auf jeden Fall arbeiten sollte. Ein Versuch wäre das auf jeden Fall wert. Dafür habe ich auch schon ganz ohne Geräte ein Video gedreht. Das werde ich mal entweder hier oben oder unten in der Infobox auf jeden Fall auch verlinken. Das könnt ihr euch angucken und gleich damit starten. Das ist ganz einfach. Ihr müsst euch nur irgendwo auf die Seite legen und dann kann es schon losgehen, um diese Muskulatur zu trainieren. Es gibt noch viele andere Wege, das zu tun, auch mit Geräten im Fitnessstudio. Da müsste man dann nochmal in einem anderen Video drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall eine der vielen Säulen im Bereich der Therapie, physiotherapeutisch. Die zweite Säule ist dann halt wirklich ein Quadrizeps-Training, was auch nicht fehlen sollte. Das heißt, es sollte an den Schmerz angepasst werden. Das heißt, in den ersten Wochen oder am Anfang dieser Therapie sollte vielleicht geguckt werden, dass eher hüftdominant das Ganze ausgeführt wird. Das heißt, dass eher mehr Beugung in der Hüfte stattfindet und noch nicht allzu viel Beugung vielleicht im Kniegelenk, um wieder diese Kompressionskräfte etwas zu vermeiden. Dazu habe ich auch ein Video hochgeladen über die verschiedenen Winkelgrade, die man eventuell beachten sollte, je nachdem, wo man in der Therapie gerade steht. Auch das ist nicht schlecht, sich mal anzugucken und auf dem Schirm zu haben. Und dann, das ist die zweite Säule. Eine weitere wichtige Säule ist dann, wie schon beschrieben, der Fuß. Beim Fuß geht es quasi um das Fußgewölbe, um die Fußwurzelknochen. Wir wollen quasi keinen Plattfuß haben, sondern wir wollen ein schönes Gewölbe haben, um das Ganze auch stabilisieren zu können. Und für das Fußgewölbe sind verschiedene Muskeln ganz wichtig. Ein wichtiger Muskel ist aber der Musculus tibialis posterior, ein Muskel, der hinten an der Wade, kann man sagen, entspringt und dann zum Fuß zieht. Und dieser Muskel sorgt dafür, dass das Gewölbe bzw. die Fußwurzelknochen ineinander verkeilt werden, so eine Sicherheit gegeben ist und das Fußgewölbe auch ein bisschen aufgestellt werden kann. Diese Übung habe ich auch, oder beziehungsweise diesen Muskel mit einer Beispielübung, habe ich zum Beispiel auch in einem Video, was ich euch auch entweder hier oben wieder oder unten in der Infobox, ich weiß nicht genau, wie viele Infos ich da oben raushauen kann, eventuell in der Infobox dann auf jeden Fall, da habe ich auch eine Übung für gezeigt. Im Prinzip geht es darum, dass man gegen einen Widerstand den Fuß nach innen bewegt. Das trainiert den Tibialis posterior am allerbesten. Dann gibt es noch den kurzen Fuß nach Yanda. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wieder das gleiche Spiel, entweder hier oben, falls da nichts aufpoppt, dann unten in der Infobox. Super wichtige Übung, um das Fußgewölbe zu trainieren. Bitte machen, wenn ihr da Probleme habt, auf jeden Fall machen. Regelmäßig, paar Minuten am Tag reicht schon. Aber unbedingt machen. Das ist so, sag ich mal, die dritte Säule. Das heißt, in der Therapie, der Fuß sollte auf jeden Fall Fokus haben. Und ich sag mal so, das sind jetzt so die drei Säulen, 1, 2, 3. Also
Beckenregion, Quadrizeps und der Fuß. Und jetzt so ein bisschen separat davon als Tool, als hilfreiche Unterstützung vielleicht, könnte man sagen, wäre es möglich, das Ganze zu tapen. Könnte man machen, mache ich in der Therapie auch ab und zu, unterstützend, nie als alleinige Therapie, sondern vielleicht eher, um zu sagen, okay, der Schmerz ist relativ groß aktuell. Wir versuchen es mal, ob wir mit dem Tape etwas positiven Einfluss auf den Schmerz, auf die Stabilität etwas geben können. Bin kein Fan davon, wenn man sich darauf zu sehr verlässt oder irgendwas anderes dadurch vernachlässigt, aber es könnte so ein bisschen on top als Zusatz kann es meinetwegen ausprobiert werden und der eine reagiert positiv darauf, der andere nicht. Ausprobieren schadet aber auf jeden Fall nicht und auch dazu habe ich ein Video gemacht, auch wieder Verlinkung oben unten. Eins von beidem, guck gerne mal drüber. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Das war jetzt ein etwas längeres Video. Viel kürzer kann man es nicht halten. Ich versuche es immer schon, möglichst kurz zu halten, damit viele Leute dabei bleiben und sich das angucken. Aber ich möchte auch nicht wichtige Informationen komplett außen vor lassen. Und das ist einfach ein informatives Video. Darum soll es jetzt auch gehen. Und ja, selbst wenn ich nur 10 Leute damit erreiche, die sich das bis zum Ende angucken, bin ich schon froh, dass diese Informationen einfach mal gehört wurden und so der ein oder andere vielleicht ein bisschen sensibilisiert worden ist damit. In diesem Sinne, gerne ein Like, ein Abo dalassen, aktiviert die Glocke im gleichen Atemzug gerne und dann würde ich mich natürlich am meisten über Feedback freuen. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn ihr möchtet und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video und bleibt gesund.